Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 53 von Towns. Ja, letztes Mal haben wir hier dieses Dach in Auftrag gegeben, dass das klappt. Irgendwo war hier noch was mit der Treppe. Ja, und es waren noch zwei Leute gekommen und da geht's ja richtig gut jetzt weiter. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier weiterkommen mit allen anderen Dingen auch irgendwo. Hier unten haben wir natürlich jetzt auch Äpfel ohne Mast drinne. Das funktioniert auch prima. Wir können aber, wie ich gerade sehe, schon wieder hier ernten, glaube. Dann machen wir das doch mal, oder? Ja, da oben sind noch drei Apfelbäume, die nehmen wir auch noch mit. Und wenn es hier unten zu ernten gibt, dann gibt es da oben bestimmt auch zu ernten, oder? Gut. Haben wir auch. Okay, was macht unser Berg hier? Den haben wir schon relativ gut abgetragen. Achso, wir brauchen auch noch unbedingt Rüstung für die Jungs, ne? Oder Mädels, je nachdem, was es sind. Da ist ein Händler gekommen, da fehlt es nämlich an allen Ecken und Kanten. Aber warum das nicht gebaut wird, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ne? Wir hatten nämlich da eigentlich was gesagt, das sollen sie machen. Gut, hier sind ja schon ganz viele Sachen draufgesetzt worden. Das war ja extra für... Achso, wer war dann mit dem Händler? Der kann erstmal weiterlaufen hier. Das hatten wir gemacht, damit das über der Tür dann auch passend gebaut wird. Sonst geht das ja irgendwie nicht, ne? Das funktioniert wohl so. Dann können wir das auch so bauen. Und wie ist es hier im Gang? Kriegen wir das auch dann zu? Oh, nicht ausgewählt. Gut, das würde dann auch gehen. Dann machen wir das mal. Dann kriegen wir die Räumlichkeiten auch schon wieder zu. Da oben pennen schon welche in ihren neuen Räumen. Das ist toll. Da kommt gerade der Händler mit der Raupe. Alles gut also. Kurz nach Nahrung gucken. Oh, wir haben kein Brot, wir haben Äpfel, wir haben Birnen, aber kein Brot. Naja, das ist nicht so gut. Gut, jetzt ist der Händler da, dann wollen wir mal schauen, was er uns so mitbringen möchte. Waffen bringt er uns mit. Und er möchte was ganz Tolles haben. Nämlich den Dreck. Und der ist vor der Haustür und das ist ja super dann. Man kriegt nichts, 3500. Gucken wir mal gerade nach unten, was da noch bei ist. Oh, Rüstung auch. So, das nicht, das nicht, das nicht. Dann das, das, das. Und das, das, das. Und das. Und das, das, das. So, dann sind es 1112. Geht nicht. Dann müssen wir ihm noch mehr geben. Also das hier, Sand, kann er auch alles haben. Holz, mehr ist nicht. Das wäre Kupfer, Blatt, nee, das will ich alles dem gar nicht geben, ne? Also müssen wir was rückgängig machen. Ein paar Schuhe weniger. Noch ein paar Schuhe weniger und dann brauchen wir noch 40. Dann kriegt er doch zwei Blumen da, oder? Dann kriegen wir mit einer das auch hin. Ich glaube, das geht auch mit einer. Geht das mit zwei auch? Ne, da geht's nicht. Die brauchen wir schon. Okay, dann machen wir das. Ist aber alles gut, denke ich. Da können wir mit leben. So, weiter geht's. Dann bringt dem Händler seine Waren, damit wir unsere kriegen, weil Rüstung ist schon ganz wichtig, denke ich. Können die zwar rein theoretisch auch selber bauen, aber das dauert ja hier so ewig. Weiß ich auch noch nicht, warum. Wir können natürlich hier auch noch einen zweiten Laden aufmachen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber eigentlich nicht. Aber egal, oder? Den machen wir dahin. Wo ist der Ofen? Der ist da. Machen wir dahin. Und das dritte ist der ITE-Smith hier. Smelter, oder wie hieß er? Smithy? Smelter, nee, Smithy. Smelter brauchen wir dafür. Gut, haben wir. Läuft. Ja, das können die alle holen und dem geben, dann ist er auch glücklich und zufrieden. Und ich glaube, die ziehen sich auch schon hier was an dann, oder? Ah ne, da liegt gerade ein Helm. Ja, die tragen den Dreck darüber. Ist aber alles gut. Ich glaube, wir können einen schneller machen. So, nochmal reingeguckt, ob Brot gebacken wird. Nein, wird nicht gebacken, das ist schlecht. Ah, die bedienen natürlich jetzt ihn hier.
48 von 66 Happiness. Hier ist nichts zu essen drin. Doch da. Ne, do a barrel roll. Da auch das Barrel Roll. Okay, Deko. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob hier... Ah, da ist einer, der erntet jetzt gerade was. Der malt es. Aber mehr macht er nicht. Nimmt jemand und den Sack da weg und macht da Brot raus? Nicht wirklich. Okay, jetzt wird gerade Essen gemacht. Oder? Tue ich mich, da machen sie es. Doch, hier wird gebacken. Ja, der hat ein Brot sich selbst gemacht wahrscheinlich. Und ist das jetzt? Nein, doch nicht. Er hat das da reingemacht. Da haben wir doch ein paar Brote. Zwei jetzt. Okay. Aber sie sind ja kräftig am Transportieren. Das läuft auch. Und sie sind noch happy dabei. Was will man mehr? Und wie sieht es hier oben aus? Okay, nee, da sind auch noch welche bei. Und da ist einer runtergefallen, der hat nicht geklappt. Tja. Kann ich nicht nur destroyen wahrscheinlich, machen wir das. Können wir jetzt nicht ändern, ist der weg. Irgendwas ist passiert. Hier, achso, Attack wahrscheinlich. Ein Angriff. Genau so ist es. Und da kommen einige, aber ich glaube, das brauchen wir uns nicht so die dicken Sorgen drum machen, ne? Ja, ich glaube, das schaffen wir so. Gut. Nur hoffen, dass nicht hier so Barfuß-Leute da gerade sind, die denen entgegentreten, weil das wäre nicht so gut. Oh, guck mal hier. Da fehlt es an Leuten, die das anziehen, ne? So, da haben wir das auch. Ich will hoffen, das kommt jetzt weg. Ah, es gibt welche, die das jetzt anziehen. Gut. Das hat funktioniert. Und da kommen die Spinnen. Aber das waren jetzt einer wenigstens mit Rüstung. Zwei. Ja, und da kommen ein paar Nackige, aber da sind noch mehr im Angebot. Das ist, ich glaube, dann nicht so wild. Ich glaube, es ist keiner gestorben. Jetzt kommt hier noch so ein Hauptgoblin oder ist ein Goblin? Goblin. Der ist aber auch gleich vorbei. Genau. Und der hat glücklicherweise auch noch ein paar Schuhe da gelassen. Was wollen wir mehr? Oh, das war der falsche Button. Und dann kann er noch was anziehen. Warte mal, da haben wir bis auf zwei alle wenigstens. Ne, drei hat er einen Teil an. Ah, hier gibt's die auch nicht. Und die Schuhe sind weg. Gut, das hat gut geklappt auf jeden Fall. Der Händler ist schon durch. Wow, das ging aber flott dann. Ja, ist auch gut so. Dann müsste hier eigentlich alles weg sein, ne? Genau. Und ich würde dann sagen, ist ja auch nicht verkehrt, wenn wir dann gleich wieder weitermachen, ne? Weg damit. Ah, schade, Shift-Taste, ne? Das wär's gewesen. Okay. Dann machen wir das mal so. Ah, Shift-Taste. Und so, dann wird auch Stein abgebaut. Passt schon. Okay, das sieht gut aus, denke ich. Wie sieht's hier oben aus? So, das wird schon alles... da sind überall so ein paar, die jetzt in der Luft schweben natürlich. Ganz schlecht. Unlock. Unlock. Ne, der ist ganz nach unten gefallen. Geht's damit Unlock? Ne, Destroy nur, okay. Ich glaube, die kriegen sie dann nicht weg. Kriegen wir den dann da weg? Ja, zack. Ne, nicht wirklich. Super. Hm.
Shit, das ist jetzt doof gelaufen, ne? Jetzt wird da wieder grün angezeigt und dann geht das gar nicht. Oh. Das war aber jetzt ein Held, ne? Warte, I'm here arrive, so denke ich ja. Cool. Und dann kommt schon wieder der nächste Händler. Kriege ich den jetzt hier weg? Na, der ist wahrscheinlich eigentlich weg. Na, super, ne? Ja, können wir auch nicht ändern. Schicksal. Gut, Spiel weiterlaufen lassen gerade noch. Ja, dann sollte noch ein Händler kommen. Dann können wir wahrscheinlich nichts anbieten. Oder doch, die sind ja hier. Oh, vielleicht klappt das sogar. Dass er den nächsten Dreck mitnehmen kann. Gut, wie sieht's mit Essen aus? Ne, da war das. Rot 2. Okay, das ist dann wieder ein bisschen im Laufen. So, und der Händler ist da, ne? Genau. Kurz weiterlaufen lassen. Und dann checken wir, was er hat. Oder was er uns geben möchte. Das sind natürlich alles keine Sachen, die wir brauchen. Ne, da will ich jetzt nichts von wirklich haben. Höchstens vielleicht den als Deko, weil da ein Piepvogel drin ist. Kerze ist natürlich auch nicht schlecht. Deko hat er genug dabei. Was ist das denn hier? Lizard Tomb, okay. Ja, und der möchte gerne 42 davon haben. Oh, 78. Fast, ne? Sand haben wir auch noch ein bisschen. Oh, und den Sand kann er dann ganz haben. Denn die Steine brauche ich selber. Gut, läuft. Gibt ihm das. Ja, der freut sich jetzt über irgendwelchen Dreck, den er kriegt. Auch gut, ne? Gut, okay. Hier ist ja nicht noch was drin, ne? Nicht, dass das... Ja, irgendwie... Die drei Sachen sind auch noch nicht fertig. Aber okay, das werden wir auch noch hinkriegen. Hier oben, ja... Da muss ich dann mal wieder gucken, wie wir das hinkriegen mit diesem Blödsinn da. Aber ich schätze mal, wir können die wegstellen. Machen wir mal einen Unlock drauf. Und da auch einen Unlock drauf. Dann pflanzen wir die beiden. Deko. Wo war Deko da? Pflanzen wir die beiden mal hier draußen gerade hin. Ah, super. Shift hast du nicht gedrückt. Dahin. Der erste wird geholt. Dann muss ich so ein, wie hieß das, Scarfold machen. Und den muss ich da wahrscheinlich drunter bauen. Und da auch einen hin. Und dann könnten die vielleicht weggeholt werden, wenn. Könnten. Vielleicht. Ja, die kommen sogar schon. Ah, jetzt kann ich sie auf jeden Fall kaputt machen. Das ist schon mal was. Delete. Delete. Ja, jetzt werden die Löcher da oben gestopft. Kann das sein, dass die da nicht hochkommen, wenn wir keinen Scarfhold da haben? Doch, die müssten ja hier hinten hochkommen, oder? Ist die Treppe schon gebaut? Ah, ich glaube, die Treppe... Klappt irgendwie nicht, ne, oder? Da ist jemand, der jetzt nicht mehr runter kann, oder was? Doch. Hier steht in der Ecke ein Schrank. Und die stehen da überall. Deswegen geht's noch hoch und runter. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir mit der Treppe hier zu Rande kommen, ne? Das ist ja Stufe 1. Das wäre Stufe 2 und da ist auch eine Treppe. Eigentlich würde das hochgehen. Da muss noch ein Stein drauf. Kann das sein? Ja, irgendwie muss da ja einer den hinbringen können dann, oder? Gut. Wir werden sehen. Ah, da kommt er auch schon. Ja, wunderbar, hat ja geklappt. Das heißt, da muss noch eine Treppe drauf.
Und dann sind wir damit durch. Schön ist was anderes, das ist klar, aber effektiv. Gut. Wunderbar. Aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.